Ja, liebe Leute, jetzt haben wir heute mal eine ganz besondere Art des Unterrichts, und zwar der Videounterricht. Ich habe das auch noch nie gemacht und bin auch mal gespannt, wie das jetzt funktioniert. Aber ich hoffe, ihr habt vielleicht ein bisschen was davon und kriegt ein bisschen mehr Spaß an der ganzen Geschichte, anstatt immer nur zu Hause Bücher zu lesen und irgendwelche Aufgaben zu rechnen. Auf jeden Fall seht ihr mich mal wieder. Ich sehe euch leider nicht, aber das wird ja auch irgendwann wieder so sein, dass wir uns hier im Unterricht sehen. So, das Thema, was wir jetzt als in der nächsten Zeit besprechen werden, habe ich schon mal angeschrieben: Energie und Arbeit. Und das hat alles auch mit diesem Ding zu tun, was ich hier aufgebaut habe bzw. hingestellt habe. Ihr erinnert euch an das YouTube-Video, es ging um den Looping. Und wenn ich den Looping mal ins Spiel bringe, bitte laufen lasse, dann stellen wir fest, der Looping funktioniert nur, wenn die Kugel tatsächlich einmal komplett rund durchgeht. Es nützt auch gar nichts, wenn ich jetzt, mal gucken, wenn ich jetzt das Glück habe, dass diese Kugel die Bahn zwar hier verlässt, aber glücklicherweise wieder auf diese Bahn kommt. Denn wenn das tatsächlich ein Kirmeswagen wäre, dann wäre das für die Leute sehr unangenehm, wenn sie zwischendurch mal in der freien Luft wären und dann hier auf den harten Bahn, auf die harte Bahn wieder knallen würden. Das heißt, wir müssen einen kompletten Durchlauf haben, wo diese Kugel komplett immer mit der Bahn in Berührung bleibt. Und das kriegen wir tatsächlich nur hin, wenn wir bei diesem Modell die Kugel von ganz oben laufen lassen. Und dann sehen wir, wunderbar, es passt. Auch da hätte sozusagen jetzt, wenn es der Kirmeswagen wäre, der Insasse kein großes Problem. Er würde sich einfach nur einmal um den Kreis drehen, hätte aber keine großartigen Schläge auszuhalten und würde da wunderbar durchlaufen. So, die große Frage ist jetzt natürlich erstens: Wie groß muss diese Höhe sein? Das heißt, aus welcher Höhe muss diese Kugel starten, damit tatsächlich dieser Looping komplett durchlaufen wird? Hängt diese Höhe tatsächlich unter Umständen von der Kugelmasse ab? Das könnte ich jetzt ausprobieren, das tue ich aber nicht, denn wir wollen das irgendwann vorhersagen können und dann noch ausprobieren, ob unsere Vorhersage stimmt. Und dann die zweite Frage, die dann mehr oder weniger sich ein bisschen ja, daran anschließt, nicht von uns experimentell geprüft werden kann: Wie würde das auf dem Mond aussehen? Hätten wir die gleiche Höhe oder müssten wir noch ein bisschen was dranhängen oder könnten sowas abschneiden? Das werden wir sehen. So, da gehört allerdings sehr, sehr, sehr viel Theorie hinter, die wir teilweise aber auch schon halt in der Sekundarstufe 1 gehabt haben. So, die Begriffe, die wichtig sind, sind Energie und Arbeit. Die hängen nämlich relativ eng beieinander und ihr wisst vielleicht noch aus der Sekundarstufe 1, dass wenn wir Arbeit an einem Körper verrichten, ihm Energie zuführen. Das ist einer der ganz wichtigsten Grundsätze. Verrichtet man. Arbeit an einem Körper, so fügt man ihm Energie zu. Energie zu. In der Physik halt eben haben beide physikalische Größen eines Formelzeichen. Und zwar das Formelzeichen für die Arbeit ist das große W, logischerweise aus dem Englischen für Work. W. Und die Energie hat natürlich die Einheit E, auch das ist klar aus dem Englischen Energy. So, obwohl es beides unterschiedliche Formelzeichen hat, ist es trotzdem dasselbe und bekommt trotzdem die gleiche Einheit. Und zwar die Einheit ist Joule. Das kennt ihr vielleicht aus der Sekundarstufe 1, diese Joule mit der Größe haben wir ja gearbeitet. So,
Warum ist es dasselbe? Nun, eigentlich ist, oder nicht nur eigentlich, die Arbeit ist das, was ich tue und die Energie ist das, was ich bekomme. Also Vorgang gleich Zustand. Ja, bedeutet, eine Arbeit, die ich verrichte, fügt halt eben diesem Körper eine Energie zu und diese Energie ist genauso groß wie die verrichtete Arbeit. Heißt, eine Arbeit, die verrichtet wird, erhöht die Energie eines Körpers um den Wert Delta E. Und deswegen haben wir auch die gleiche Einheit. Das ist das Gleiche. Ich mache etwas und füge sozusagen das, was ich mache, diesem Körper zu. Das eine machen nenne ich Arbeit, das andere zuführen nenne ich Energie. Und damit halt eben haben wir eigentlich schon das Wichtigste gesagt. So, wenn ich jetzt sage, was gibt es denn jetzt für Arbeitsformen? Was ist denn jetzt Arbeit? Wenn ihr sagt, halt, ich arbeite, dann heißt es immer, ihr strengt euch an, ihr macht irgendwas etc. Die Physik ist da eindeutig. Die Physik sagt immer, Arbeit ist immer dann, wenn eine Kraft wirkt. So, wenn ich diesen Stift halte, brauche ich da Kraft zu. So, ihr seht aber, an dem Zustand des Systems ändert sich überhaupt nichts. Das bedeutet, es wird auch nirgendwo in irgendeiner Weise Energie zugeführt, obwohl ich eine Kraft aufbringe. Arbeit heißt eben nicht nur Kraft, sondern Arbeit heißt auch Kraft, die entlang eines Weges wirkt. Also zum Beispiel nach oben. Ich transportiere den Stift nach oben. Das ist dann eine Kraft entlang eines Weges. Und ich sehe, der Zustand des Stiftes ändert sich in dem Moment. Wenn ich ihn fallen lassen würde, aus der Entfernung und aus der Entfernung, wäre der Effekt dem Stift gegenüber ein völlig anderer. Hier wird er wahrscheinlich nicht kaputt gehen, aber hier schon. Also habe ich den Zustand, den energetischen Zustand des Stifts gerade geändert. So dass ich sagen kann, der Energiezuwachs, den ein Körper bekommt, ist die Arbeit und die Arbeit ergibt sich aus der Kraft mal S. Und die Kraft F ist immer die Kraft F in Richtung des Weges. Das heißt, deswegen setzt man hier unten ein kleines Kraft in Richtung des Weges. So, das schauen wir uns doch mal an. So, ich habe euch jetzt mal hier ein Modell der schiebenden Ebene aufgebaut. Die schiebende Ebene sollte euch auch aus dem Physikunterricht der Sekundarstufe 1 bekannt sein. Wir wollen uns noch mal damit beschäftigen. Wir wissen, dass wir diese schiebende Ebene dazu benutzen, um schwere Gegenstände auf eine bestimmte Höhe zu transportieren, zum Beispiel mit einem Lastwagen oder wenn wir einen Rollstuhlfahrer haben, der in irgendeiner Weise auf eine Empore muss, dann nimmt man Rampen dazu oder physikalisch gesehen die schiebe Ebene. Ich habe euch schon mal so ein bisschen die wichtigsten Größen eingezeichnet. Wir haben den Körper, dann da fehlt noch sozusagen das große M für Masse. Das trage ich dann noch ein. Dann haben wir die Kraft Fs in Richtung des Weges, weil die Richtung so wichtig ist, machen wir noch da oben einen kleinen Pfeil drüber. Dann haben wir unten die Strecke entlang sozusagen, an dem dieser entsprechende Wagen gezogen wird. Das kann eine kleine Strecke sein. Das kann aber auch die komplette Strecke sein. Das ist dann völlig egal. Je größer die Strecke ist, desto größer ist natürlich die Arbeit, die ich verrichte, klarerweise. Und wir haben sozusagen die Höhe, auf die der Wagen zum Schluss gezogen werden muss. So, wollen wir uns das einfach mal ansehen. Jetzt habe ich hier den Wagen, ich habe ein Kraftmesser und dann kennen wir das aus der Physik der Sekundarstufe 1. Ich ziehe ganz dezent den Wagen nach oben. Jetzt mache ich mal Folgendes, ich drehe das ganze Ding um, damit ihr es besser sehen könnt. Das ist dann für die Kamera schöner. So, nochmal, ich ziehe den Wagen nach oben und sehe, ich brauche eine Kraft für, die kann ich hier ablesen und ich kann messen, wie groß sozusagen halt eben der Weg gewesen ist. Ich fange mal unten direkt an und jetzt habe ich sozusagen den Wagen bis ganz oben gezogen. Es ist übrigens völlig egal, wie schnell ich das mache.
Das ist das Schöne an der ganzen Geschichte. Die Geschwindigkeit, mit der ich hier raufziehe, hat überhaupt nichts, hat eben mit irgendetwas mit dem entsprechenden Kraft zu tun, die ich hier verwende. Ich kann das ganz langsam machen, lese eine Kraft von 0,15 ab. Ich kann das ganz schnell machen und lese immer noch die gleiche Kraft ab. Das heißt, ich habe jetzt schon gerade gesagt, wir haben hier eine Kraft gehabt von 0,15 Newton. Das können wir ja mal als Beispielgröße aufschreiben. So, Beispiel. Wir haben Fs war gleich 0,15 Newton. Und die Strecke S, die kann ich hier ablesen, das sind 50 Zentimeter. S war 50 Zentimeter. So, wenn ich jetzt die entsprechende Arbeit berechne, das ist ja ganz einfach. W ist gleich Fs mal S, ist in dem Fall 0,15 Newton mal 0,5 Meter. Und das ist dann die Hälfte von 0,15, ist 0,075, ist gleich 0,075 Joule. So, damit habe ich die Arbeit berechnet. Und weiß also jetzt, dadurch, dass ich den Körper von dort nach da gezogen habe, habe ich ihm auch die entsprechende Energiemenge 0,075 Joule zugeführt. Das habe ich gedacht. Arbeit, die ich verrichte, ist gleichzeitig dann später in den Körper als Energie gespeichert. Gespeichert aus dem ganz einfachen Grunde, weil, wenn ich ihn jetzt loslassen würde von hier oben, er nach unten laufen würde und dadurch bewegt er sich. Und wenn sich etwas bewegt, dann ist es auch eine Art von Energie. Das werden wir auch gleich sehen, welche Energiesorte das ist. So, gut, jetzt kommt jetzt was ganz Wichtiges. Wenn wir uns jetzt mal diese Größen Fs und S angucken, dann stellen wir was ganz Interessantes fest. Ich werde euch mal eine Zeichnung machen,